Hallo Freunde und willkommen zurück zu XCOM 2. Wir haben in der letzten Folge leider Bob verloren. Er hat voll von hinten mit dem Stab einen über den Schädel gezogen bekommen. Und jetzt wollen wir natürlich versuchen, ihn zu rächen. Das bedeutet, wir müssen den Kerl da ausschalten, den da irgendwie ausschalten und vor allem den hier ausschalten. Und bei den Archons, ich habe die Vermutung aufgestellt letzte Folge, dass die mehr Schaden machen, wenn sie selbst Schaden genommen haben. Das ist dieser Kampfrosch, der sich jedes Mal aktiviert, wenn sie Schaden nehmen. Das ist zumindest soweit die Vermutung. Ob das stimmt, das sei dahingestellt. Erstmal, was sagt denn dein Explosionsradius? Dein Explosionsradius sagt, der stirbt und der brennt. Der nicht 5 Schaden nehmen können und der nur 4, weil der hatte nur noch 3 Leben. Naja, man kann ja nicht alles haben, nicht wahr? Wechsle Position. So. Ja, die Reanimierung bringt uns leider nichts. Was haben wir denn? 67%, aber er kann ihn nicht töten, so oder so nicht. Dann würde ich gerne mit der lieben Queen Bee 62%. Aber sie könnte ihn töten. Wir müssen. Jawohl. 9 Schaden. Halleluja. Feind neutralisiert. Ich habe noch nicht gezählt, wie viel Leben die Archons haben. 39. Nehme ich die Zeit mir lieber um. Bones. Er hat nur 2 Leben verloren. Das ist nicht so schlimm. Ich heile jetzt gerade mal Bones. Heilen! Auch wenn Queen Bee natürlich ein Lebenspunkt mehr verloren hat, aber das ist, glaube ich, nicht so dramatisch. So, du kommst leider nur bis da. Der Kerl hat noch 6 Leben. Bin schon dann dabei. Gehst du einfach mal nach vorne und holst das Ding hier schon mal. Den überragenden Mehrlader, den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe die Beute! Weil, hallo? Das ist verdammt viel Schaden, verdammt viel, was das anrichten kann, dieses Viech. Weil, bestätigt, rücke auf! Naja, es kann, ist ein, vom Prinzip her ein, die Chance auf einen Instant-Kill. Ja, der Kerl wird von dem Steinern geschützt. Finde ich aber nicht nett. Bestätigt, Überwachung läuft. So, der Kerl brennt. So, Bones. Könnten natürlich Bobs Leiche transportieren, aber. Bin unterwegs. Sorry, Bob, aber nein. Dafür ist es gerade zu wichtig, dass unsere Einheiten alle kämpfen können. Sollte ich mir demnächst auf jeden Fall mal einen Ranger holen, einen neuen Rekruten. Weil Jay ist ja gefühlt Dauerinvalide. Positiv! Und ja, der Rest. Bestätigt, Überwachung läuft! Ist so eine Sache. Wird gemacht! So, ab nach vorne. Wenn ich mit ihr eigentlich hätte nachladen können, theoretisch, das wäre ganz sinnvoll gewesen. Begebe mich zur Zielposition. Biete Feuerschutz. So, Jester. Schon unterwegs. Dahin und darfst dann mal unsere Queen heilen. Oder Boomer. Medizinischer Modus. Habe ich zu früh gedrückt, aber egal. In der nächsten Runde wird dann noch Boomer, wird dann noch die Queen geheilt. Zu Befehl. Ich wette, in der Einrichtung wimmelt es von Gegnern. Heilbot unterwegs. Ich meine, wir haben ja die eine Kanone da oben schon mal ausgeschaltet. Das ist schon mal viel wert.
klar. Einmal dahin. Und ich hätte gerne mal das Scan-Protokoll. Probieren wir das mal aus. Was kann das denn? Da sind auf jeden Fall Gegner. Ziehe los! So, du gehst dahin und lädst nach. Dann mal los! Außerdem kannst du mit dem Kletterhaken theoretisch da hoch. Das möchte ich aber gerade nicht. Weil mir das zu riskant ist. Weil, wie gesagt, da sind Gegner und das ist ein Archon. Das gefällt mir nicht. Biete Feuerschutz! So. Wird erledigt. Decken wir mal die Tür ab. Boomer, du hast leider nur noch eine Säuregranate. Das ist nicht so gut. Akut, aber besser als nichts. Setz mich mal in die Ecke. Mein Gott. Hier geht nichts. So, Jester. Da. Rücke vor. Queen Bee, du kannst da. Ich rücke aus. Wechsle Position. So, er hat dann ja auf jeden Fall den Feldposten. Boomer kommt dahin. Feuerschutz. Scheinbar gibt's da oben nichts. Begebe mich zur Zielposition. Gebe Feuerschutz. Scanne Gebiet. Na los, zeigt euch. Dann müssten wir ja theoretisch... Rücke zur Zielposition vor. Wo willst du den Kletterhaken? Achso. Das bringt's nicht wirklich. Aber gut. So. Schon unterwegs. Dann würde ich sagen, machen wir mal bitte die Tür auf. Ja, ein Archon und zwei Sektoiden. Sie sind bei der Zielposition. Bin unterwegs. So. Mal gucken, was halten die denn so von einem Flammenwerfer? Feuer und Flamme! Richtig schön viel Schaden. Ja, er geht leider in Kampfrausch, das gefällt mir natürlich nicht. Scanne Gebiet! So. Schon unterwegs! Und 51%, das ist auch nicht sonderlich viel. Werfe Granate! Aber wir machen mal noch ein bisschen Schaden. Den Sektoiden dürfte es ausschalten. Ja. Effektiv. Dankeschön. Das war merkwürdig. Kampfrausch. So, siehst den 83%. Erstmal mit den blitzschnellen Händen. Das ist nämlich schon mal Schaden. Und dann brennt der Kerl sogar. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Aber es ist echt gut, dass ich die Pistole abgekühlt habe. Also, Boindal, du hattest echt recht. Die Pistole ist mehr als nur Gold wert. Also, ja. Definitiv. So, da unten würde er Säurebrand leiden. Das muss nicht sein. Schon unterwegs. Aber wir gehen mal rein. Und
64%. Komm schon. Eieiei. Diese Icons. Die haben eine verdammt hohe Verteidigung. Die haben immer 20%. Die werden immer um 20% schlechter getroffen als andere Viecher. Beziehungsweise 10 schlechter als Mutants, aber. Nein. Pfui aus Böse. Sie haben mich erwischt! Alter, Folter 8. Verdammt! Brauche Deckung! So, Chester. Bin dabei. Du gehst mal runter. Dann kannst du nämlich. Was ist das für ein Zeug? Direkt mal heilen. Gremlin, heilen! Gut, dass es auch nur ihn heilt und nicht irgendwie noch alles in der Nähe. Bin unterwegs. So, was haben wir denn? 64%. Dankeschön. Meine Güte, diese iPhones stressen echt rum. Muss man sagen. Also wenn sowas können, dann stressen. Mir entgeht nichts. So, du legst jetzt mal die Bombe. X4 platziert. Manus 1-5, Status bestätigt. X4-Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Was ist denn der? Oder kann ich mir einfach irgendwo einen... Achso, ich kann mir einfach einen dahin rufen. Das ist ja nett. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Feuerschutz! Feindliche Verstärkung im Anmarsch! Yep, das war zu erwarten. Menes 1-5, Vorsicht! Wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Ja, jetzt ist nur die Frage... Ich kann aber theoretisch, glaube ich, wirklich alle hier checken. In Ordnung! Jetzt hat das Fenster zersprengt. Warum auch immer. So wichtig ist, kommst du dahin. Ja, kommt sie. Ah, dem Kletterhaken, glaube ich, sei Dank, wage ich fast zu behaupten. Position bestätigt! Also dem Spinnenanzug heißt es ja. So, Boomer. Erstmal gehst du hier hin. Tempo! Sie gerade so gesprungen ist. Benötige Evakuierung! Evakuierung bestätigt. Einmal nicht wie weg. Genau rechtzeitig. Boomer. Wieso können die jetzt alle da nicht mal aus dem Fenster springen? Was ist bei denen kaputt gegangen? Los geht's! Muss ich nicht verstehen. Aber gut, sie kommen trotzdem alle hier hin. Also alles kein Problem. Wird gemacht! Manche Laufwege, Halleluja. Evakuierung bestätigt. Abrisskommando freigeschaltet. Sehr schön. Dann sind wir mal weg. Manus 1-5, Status bestätigt. X4-Ladungen detonieren. Das war doch nur eine kleine Ladung. Was haben die damit angestellt? Ja, einer ist leider gestorben. Der gute Bob. Ja, es hat ein Angriff auf ihn gereicht. Das ist so traurig. Okay, das ist interessant. Feindliche Leichen werden nur als Beute geborgen, wenn wir nicht evakuieren. Das heißt, wir werden jetzt natürlich keine Leichen mitnehmen. Es sei denn, ich hätte welche mitgenommen, aber nein.
So. Das dürfte dem Avatar-Projekt einen ganz schönen Schlag versetzt haben. Und uns ein bisschen Zeit verschafft haben. Ja, alle sind irgendwie ein bisschen angekratzt, außer Jester. Jester und unser Corporal Gamete haben sich schön rausgehalten, ja. Bob Taylor, aka Crash, ist leider gestorben. Puh, what the f... Tod von oben für Dings. Jetzt ist die Frage, ich fand das Unterstützungsfeuer irgendwie besser. Überragender Mehrlader. 15%. Ihre Truppen haben sich gut geschlagen, Commander. Die Zerstörung dieser Einrichtung wird die Fortschritte der Aliens beim Avatar-Projekt verlangsamen und uns Zeit für den Aufbau der Widerstandsbewegung geben. Alter Falter, das war echt nicht gut. 15% für einen Instakill. Das ist hart. Die Zerstörung der Alien-Einrichtung in Neuarktis hat den Bemühungen der Aliens bezüglich ihres Avatar-Projekts einen empfindlichen Schlag versetzt, Commander. Ihre heutigen Taten lassen keinen Zweifel daran, wie entschlossen die Menschheit ist, die Kontrolle über die Erde zu erlangen. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Commander, wenn Sie jemanden mit wissenschaftlicher Begabung finden, schicken Sie ihn mir vorbei. Ich könnte Hilfe brauchen. Dafür brauchen wir erst Vorräte, Leute. Danach machen wir das sehr gerne. So, Einrichtungen Neuarktis zerstört. 3 Punkte unter Ort. Das ist so gut. Ja, ja, ja. Die Vorratslieferung. Avenger berechnet neuen Kurs. Die ist wichtig. Die brauchen wir. Außerdem haben wir dann bald den Schädelstecker fertig. Sogar wahrscheinlich bevor wir das hier fertig haben, ne? Na, 3 Tage. Es liefert sich ein knappes Rennen, aber ich denke mal. Ja, der Schädelstecker. Der Zugang zum Alien-Kommunikationswerk ist stark gesichert und benötigt eine Reihe komplexer biomedizinischer Augmentierungen, um Zugriff zu erhalten. Der Schädelstecker ermöglicht es uns, ins Netzwerk zu hacken, indem wir gewaltsam die Kontrolle über die Augmentierungen des Ziels übernehmen. Der so erlangte Zugang wird jedoch nicht lange währen. Was wird hier noch einmal dem Inventar hinzugefügt? Schädelstecker. Schädelauswertung. Okay. Ja, darf ich den Anfang des Textes auslesen? Als ob der Schädelstecker an sich noch nicht invasiv genug wäre, hat Taigen eine noch fiesere Methode entwickelt, Informationen aus den Chips der Advent-Soldaten zu extrahieren. Diese neue Technik der Schädelauswertung könnte dazu führen, dass wir neue Informationen aus unseren Feinden herausbekommen und es uns sogar ermöglichen, versteckte Alien-Einrichtungen zu sabotieren. Ich kann zudem unsere Schädelstecker verbessern, um die Hackfähigkeiten aller damit ausgestatteten Soldaten deutlich zu verbessern. Das klingt gut. Vorratslieferung. Sehr schön. Ja, ich möchte mal zum Akku. Auf die östliche USA. Zum Headquarter, weil wir brauchen neue Leute. Willkommen, Commander. Ingenieur. Wir brauchen keinen Grenadier. Es ist halt so. So, dankeschön. Dann mal eben zum Schwarzmarkt. Berechnet neuen Kurs. Wir hoffen, dass wir da mal auch ein paar Wissenschaftler kriegen, weil die bräuchten wir auch mal langsam. Der Markt ist offen. Erstmal kaufen. So, wir könnten ein überragendes Ziel vor ein Rohr. Klebeband nicht enthalten. Sehr gut. Ah, ich mag so einen Humor. So, PKS, überragende Geschwindigkeit. Überragende Beweglichkeit. Das klingt beides gut. Das kostet aber Infos. Wobei, wir haben Infos. Ein Ingenieur. Beschleunigte Forschung für Gaussuffen oder Berserker-Autopsie. Ne, die brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben Legierung, wir haben Kristalle. Die Vorräte hätte ich gerne. Dann verkaufen wir mal noch ein bisschen was. Wir haben ein paar davon. Gucken wir mal so auf 15.
Dankeschön. So, die gemischte Beute hätte ich auch gerne. Die Informationen sind natürlich auch wichtig, aber wir haben eigentlich gerade noch relativ viele Infos. Deshalb würde ich die verbrannte Erde wirklich mal bis zum Schluss aufheben. Aber, bevor ich es vergesse, nee, Moment. Ich will eigentlich nur gehen. So. Da brauchen wir noch 3 Tage für. So, wir können hier mal sogar 2 Ingenieure zufügen. Dann schirmen wir die ab und so wie ich das verstanden habe, bedeutet das, dass wir dann mehr Energie zur Verfügung haben. Energierelais, Kommunikationszentrale, die verbessern, wäre gar nicht mal so doof. 125 Vorräte, 4 Energie. Widerstand, Kommunikationseinrichtung muss halt sein, ne? Verbessert. So. Dann haben wir gerade irgendwas freigeschaltet, was ich nicht gesehen habe. Wir brauchen Rekruten. Na, was haben wir denn so alles? Japaner, Franzosen, Russen, Amis, Briten, Spanier, Afrikaner. Ich weiß gerade nicht, welches afrikanische Land das ist. Aber manchmal fehlt mir der verdammte Pullover schon. Das dürfte Mexiko sein. Ja, Mexiko steht auch da. Südafrika, hatte ich sogar recht. Holland. Warum steht da eigentlich Holland? Das Land heißt Niederlande. Belgien. Portugal. China. So eine Australierin. Das kostet 25 Vorräte. Dann hole ich mir einfach mal eine glatzköpfige Russin. Noch ein Holländer. Nehmen wir die mal mit. Maxim Sokolov. Und. Okay. Und das ist Ägypten. Oh, cool. Cool, cool, gibt schon einiges an Auswahl. Nehmen wir noch einen Holländer mit? Nö, kein Holländer gerade. So, im Kriegszentrum. Im Moment, das war in der Schule, müsste das doch sein, oder? Bürgertaktikschule. Ja. Moment, nein, ich möchte. Maxim Sokolov. Du möchtest bitte Ranger werden. Außerdem neue Kampftaktik. Was könnten wir denn holen? Das kostet alles Vorräte, die wir nicht haben. Okay. Das ist aber cool, dass die Leute dann. Also ich habe gerade was gelesen, was dass die Gegner dann so gesehen 2 Gegenstände immer fallen lassen. Das ist doch ganz gut. Aber. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch die Berserker-Autopsie ab. Dann machen wir heute Schluss. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Das weiß ich noch nicht. Als wenn ein gewöhnlicher Muton nicht schon aggressiv genug wäre, scheint diese bullige Bestie selbst im Tod noch gefährlich. Ich bin froh, wenn ich sie nach meinem Bericht entsorgen kann. Wir können das Aufputschserum herstellen. Wahrscheinlich können dann unsere Leute mehr Schaden machen oder so. Mal gucken. Diese Spezies erhielt von unseren Truppen schnell den Namen Berserker, da sie auf dem Schlachtfeld oftmals unberechenbar aggressiv agiert. In ersten Untersuchungen fiel das extreme Muskelwachstum im gesamten Organismus auf, was starke Panzerung oder selbst konventionelle Bewaffnung kaum noch nötig macht. Ich vermute, dass die zusätzliche Muskelmasse dieser Spezies die direkte Folge eines Proteinmangels ist, den die Aliens speziell für den Muskelaufbau künstlich erzeugt haben. Brauchte man nicht Proteine, um Muskeln aufzubauen? Irgendwie macht das keinen Sinn. Ich kann nur mutmaßen, dass auch ihr Verhalten beabsichtigt ist, da die Aliens durchaus dazu in der Lage sind, die endokrinen Drüsen oder deren Entsprechungen zur hormonellen Verhaltenssteuerung zu manipulieren. In jedem Fall ist diese Spezies extrem gefährlich und instabil und sollte von unseren Truppen nach Möglichkeit nur aus sicherer Entfernung bekämpft werden. Ja, das sollte man grundsätzlich tun.
Aufputschserum. Das Aufputschserum wird aus den Adrenalindrüsen des Berserker-Aliens gewonnen und steigert die Leistung des Nervensystems eines Soldaten, was ihm über mehrere Runden zu größerer Mobilität und deutlich erhöhter Schadensresistenz verhilft. Ein Aufputschserum kann nur einmal verwendet werden und wird nach Gebrauch aus dem Inventar des Soldaten entfernt. Das ist doof. So, ich würde die Gausswaffen gerne weiter erforschen, aber erstmal die Archon-Autopsie. Der Archon ist das Ergebnis einer aufwendigen Fusion von Alien-Biomaterial mit fortschrittlichen mechanischen Unterstützungssystemen und stellt an Alien-Standards gemessen ein außergewöhnlich verspieltes Design dar. Seine einzigartige Erscheinung versprüht einen Hauch von Autorität und ich kann nur vermuten, dass die Aliens ihn als eine Art Herold für ihre restlichen Truppen entworfen haben. Ja, der schimmernde Herold, der den Streitkräften vorausfällt. Die Aliens verfügen über beachtliche Ressourcen. Aber wir haben uns trotz unserer Einschränkungen ganz gut gegen sie behauptet. Ja, finde ich auch. Ich finde, das macht man ganz gut. Aber, wie bereits gesagt, das war es für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Müsste sogar schon nächste Woche sein, also am Montag. Das müsste die Freitagsfolge sein. Ja, deshalb, ich würde sagen, wir sehen uns Montag wieder um 14 Uhr zu XCOM 2. Bis dahin, hoffe ich, dass es euch gefallen hat und verabschiede mich. Ciao, Freunde.